Hallo ihr Lieben, ich bin's Xali und wir spielen mal wieder eine kleine Runde Banished. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir spielen Life is Feudal, Forest Village. Meine Güte, was ist denn da schon wieder? Total versprochen. Und gerade ist das Spiel noch auf Pause. Ich habe wieder eine neue Aufnahmesession angefangen. Oh, mal 5. Geht schnell. Ich glaube, wir waren gerade dabei, hier... Das Feld hatte ich schon neu gebaut und das hier muss abgerissen werden. Und ansonsten hatten wir einen kompletten Baustopp verhängt, weshalb wir eher Ressourcen gespart haben. Und ja, ich muss sagen, ich möchte auch jetzt weiterhin eher langsam vorgehen. Ich habe das Gefühl, ich mache das immer ein bisschen zu schnell und deshalb bin ich dann die ganze Zeit nur am Warten auf Ressourcen. Und das möchte ich ein bisschen anders machen. Deshalb sind wir jetzt eher dabei, hier jede Menge Essen anzusammeln und hier diesen Orchard ein bisschen kleiner zu bauen, weil der definitiv zu groß ist, weil da immer 2 Bauern herummurksen müssen. So, und dieses Haus hier hinten ist auch schon fertig geupgradet. Das ist super. Das heißt, wir haben wirklich jede Menge Platz für unsere Dorfbewohner. Müssen aufpassen, dass wir jetzt hier dann keine Bevölkerungsexplosion haben, weil uns dann natürlich die Lebensmittel ausgehen. Und es ist tiefster Winter. Das hier sollte jetzt gleich abgeschlossen sein. Und dann können wir den eigentlich schon neu bauen. Wir haben auch eigentlich, unser Vorrat an Holz wächst einigermaßen gut, würde ich sagen. Und ja, deshalb würde ich sagen... Wo bauen wir das denn hin? Ist das zu nah? Ja, das ist ein bisschen zu nah. So, ziehen wir 6. Eine Person. Ach, das ist immer nur die Anzeige, dass man einen Bauarbeiter dafür braucht, ne? Nicht, dass man dann einen Typen für braucht. Das ist halt das Problem. Ich versuche das mal so zu machen in dieser Größe. Das sollte eigentlich funktionieren, damit uns dann nachher nicht wieder 2 Bauarbeiter da rumkräuchen und fleuchen müssen. Das wäre eigentlich am allerbesten. So, also wir haben jede Menge Gemüse. Fisch hält sich einigermaßen gut. Oh, es scheint mal die Sonne, wie schön. Jäger haben wir 4, weil wir hier gesagt haben, hier brauchen wir nicht mehr als einen. Weil da einfach nicht so wahnsinnig viele Wildtiere sind. Und ich habe letztens ein Tippvideo gesehen, wo gesagt wurde, dass man keine Hühner keine Hühner halten soll, sondern eher andere Tiere, weil man die Eier nur brauchen kann, wenn man Pies backen kann in der Bäckerei und die nicht sonst gegessen werden können. Was ein bisschen schade ist. Aber daran werde ich mich eigentlich halten, weil ja, wir sonst einfach schon wieder unnötig die Bauarbeiter bzw. die Handwerker oder Tierhalter in dem Sinne ja, belegen mit Aufgaben, die gar nichts bringen, weil das Zeug dann nur in unserem Lager herum liegt. Deshalb habe ich eigentlich auch nochmal kurz nachgedacht, dass ich hier eigentlich kein Wet anbauen will, sondern Potatoes. Und Oats werden wir jetzt auch erstmal nicht mehr anbauen, weil wir die haben. Ach, und hier, das hatte ich auch noch gesagt, das soll abgebaut werden. Wieso denn? Wieso hatte ich das, wollte ich das schon wieder abreißen? Ist das schon wieder zu groß? Warum wollte ich das abreißen? Hm. Gute Frage. Ich glaube, man kann das aber auch nicht wieder rückgängig machen. Ha. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, vielleicht werde ich das dann einfach in der gleichen kleineren Größe wieder anbauen, als wie dieses hier. Das ist, glaube ich, das ist so schade, dass das dann nicht dabei steht, ne? Da muss man dann immer gucken, kann ich das, wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 11 mal 11, dass ich die einfach ein bisschen kleiner baue. Beziehungsweise war das halt die Frage. Will ich die so klein machen? Oh, ich müsste ja eigentlich das letzte Video nochmal gucken, um rauszufinden, was ich da eigentlich geplant hatte. Ich glaube, meine Konklusion, meine Schlussfolgerung war, dass ich für die Rohstoffe oder beziehungsweise das Essen, das länger braucht zum Wachsen, also das Normal Growing, dass ich da kleinere Felder für machen muss. Und für die Sachen wie Flachs und so wesentlich größere, weil man da halt keine zwei... Oder war das anders, dass ich da für die kleinere Sachen, kleinere Felder bauen muss? Damit sich das ausgeht, dass zweimal angebaut wird und für die normalen Sachen ein größeres Feld, damit nicht zweimal angebaut wird? Ich glaube, in dem Fall war das irgendwie... Ich meine, ich kann ja auch sonst vielleicht nochmal nachschauen. Ideal Field Size Forest Village. Ah, schauen wir doch mal kurz nach. Ich würde sagen, wir müssen einfach schauen, wie das wird. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt schon wieder hier abreiße. Aber hey, ich meine, was für einen besseren Weg gibt es, um seine Ressourcen zu verschwenden? So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier mein Kabel von meinem Headset unter meiner Tastatur durchschnupseln. So, weil das nämlich die ganze Zeit ins Mikrofon kommt. Ah, the struggle is real. So, ich würde sagen, wir können hier schon wieder die Pause rausnehmen aus dem Feld, weil es ist bald 0 Grad und das heißt, wir können mit dem Anbauen anfangen. Und ich denke, es ist ziemlich wichtig, dass man früh genug anfängt, weil sonst geht sich das schon wieder nicht aus. Ich hoffe nur, dass es mit dem Schnee bald vorbei ist. So, wir haben leider es nicht geschafft, unseren Fischbestand hier hochzubekommen, zu vergrößern. Das ist wirklich schade. Ich sollte hier vielleicht dann auch noch ein paar Sammler wieder einsetzen. Ich muss mal kurz gucken. Feuerholz haben wir jetzt wirklich erstmal genug, würde ich sagen. Das heißt, wir nehmen hier schon mal wieder einen Sammler in Arbeit, auch wenn es noch ein bisschen zu kalt ist. Aber das sollte sich dann gleich gegessen haben, wenn der Schnee weg ist. So, und ansonsten möchte ich eigentlich schauen, dass wir gut durch den Sommer kommen, unsere Essensvorräte aufbauen, auf jeden Fall. Und was hier schon passiert, was ich super finde, ist, dass wir jede Menge Holz haben als Ressource. Aber jetzt muss dann einfach wirklich das Fleisch nachziehen. Ich habe das Gefühl, dass wir momentan mit unseren ganzen Kindern und Babys hier wahnsinnig viel Essen verschwenden. Und das geht halt nicht. So, jetzt mache ich hier... schauen wir mal, wie geht das hier? 11 mal 10. 11 mal 13. Können wir das schon wieder machen? Oder ist das jetzt genau exakt die gleiche Größe wie vorher? Das könnte gut sein, oder? Ach, who cares? Wir machen das jetzt einfach so. Ich weiß, es ist ein bisschen bescheuert. Hier haben wir jetzt auch wirklich nur dieses Jahr gar nichts von, weil das ein zweijähriges Ding ist. Aber was wirklich super ist, ist, dass wir jetzt schon bei 0 Grad anfangen können, hier zu bauen. Und das nicht wieder verspätet haben. Aber was schon wieder für ein Regen das hier ist, ne? Irre. Also ich meine, die milden Temperaturen sind ja total nice und so. Aber irgendwie ist es schon ein bisschen schade, wenn es die ganze Zeit nur regnet. Ununterbrochen. So, 4 Jäger haben wir hier. Das heißt, einer ist hier. Ist der auch unterwegs, oder? ist die komplett arbeitslos. Die hat hier momentan gerade gar nichts zu tun, ne? Ja. Die hat hier gerade gar nichts zu tun. Das heißt, ich würde sagen, hier machen wir das auf 0. Und jetzt kriegt die Eden. So, jetzt ist sie arbeitslos. Und die kann dann eigentlich noch sammeln, weil wir brauchen auf jeden Fall diesen Sommer mehr Leute, die uns ein paar Früchte einsammeln, weil wir da so wenig haben. Gemüse haben wir einiges und wir bauen ja jetzt auch Kartoffeln an. Das darf man nicht vergessen. Da bekommen wir wieder einen guten Nachschub an Gemüse, aber wir brauchen unbedingt mehr Früchte. Und Honig wäre eigentlich auch total fein. Aber ich mache mir auch Sorgen darüber, wir haben 6 Fischer, dass das nicht mehr wird. Und das heißt wirklich, dass wir zu viele Mäuler haben, die hier was fressen, um das mal frech zu sagen. Ich hoffe, dass bald ein paar von unseren Teenagern erwachsen werden, damit wir hier mehr Sammler haben und uns da ein bisschen mehr ums Essen kümmern können. Ich meine, die Frage ist wirklich, was könnten wir noch machen? Ich meine, ein zweiter Sammler wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee. Hier scheinen momentan nicht wirklich viele Ressourcen zum Sammeln zu sein auch. Das heißt, wir sollten vielleicht hier draußen dann doch noch einen Sammler hinbauen. Wie ist denn das? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, hier eine Sammlerhütte daneben zu bauen. Jetzt will ich nur auf jeden Fall schauen, dass wir die richtig rum hinbauen. Wie war das nochmal mit dem Drehen? Oh yes, wie ging das nochmal mit dem Drehen? Nicht mit dem Mausrad. War es mit Punkt oder Komma? Nein, mit Q und E ist es auch nicht. Mit Rechtsklick ist es auch nicht. Dann schaue ich doch vielleicht auch nochmal kurz in den Optionen nach. Entschuldigung. Nee, hier steht es nicht. Tutorial. Warum habe ich das jetzt vergessen, wie das geht? Sorry, da muss da Google nochmal ran. Rotation of Building. Da, Keyboard Mapping. Mit R? Kann das sein? War das R? Ja, R, wunderbar. Okay, da ist die Tür. Und hier kommt es hin. Sehr gut. Okay, das passt, glaube ich, wunderbar. Hier müssen wir noch schauen, was hier angebaut wird. Ich meine, Potatoes sind keine schlechte Idee. Aber da brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch einen Farmer für. Ich möchte eigentlich keinen Holzarbeiter abziehen und auch niemanden, der Kohle macht. Der Lehrer geht auch nicht. Fischer geht auch nicht. Wir haben momentan nicht genug Leute. So ist das. Die sind jetzt alle in der Schule. 8 Leute. Die sollten dann auch alle relativ gleichzeitig fertig werden. Aber es kann gut sein, dass für Potatoes das jetzt schon zu spät im Jahr ist, um die anzubauen. Vielleicht nehmen wir dann doch Flachs. Weil da haben wir jetzt wieder gar nichts. Ich meine, wir haben 65 Kleidung. Das ist relativ viel. Und die Werkzeuge gehen jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell runter. Aber ich möchte da eigentlich schon noch einen kleinen Vorrat haben. Ich meine, was wir machen können, ist unseren Schneider als Farmer anstellen. Das ist eine gute Idee. Und im Winter kann er dann die Klamotten machen. Im Sommer kümmert er sich selber um den Flachs. Und im Winter kann er dann die Klamotten nähen. Ich wünschte, man könnte da so eine Job-Rotation irgendwie einstellen für die Arbeiter. Dass man sagt, okay, im Sommer machst du das und im Winter machst du das. Und dann gehen die dem automatisch nach, anstelle, dass man das jedes Mal manuell so assignen muss. Wie sieht es denn hier aus? 10 von 10, 6 von 6. Es sieht so aus, als würden wir jetzt hoffentlich dann erstmal keine neuen Babys bekommen, weil 7 Babys sind halt schon echt krass. Und wie die unser Fleisch hier weggegessen haben. Okay, definitiv keine neuen Babys. Unsere Häuser sind alle voll. Das heißt, da möchte ich jetzt auch auf jeden Fall erstmal warten, weil an Arbeitsübermüdung, ich wollte sagen an Altersschwäche, wird uns jetzt wahrscheinlich erstmal so schnell keiner hier wegsterben. Von dem her geht das. Sind die hier hoffentlich nicht arbeitslos? Wo haben wir denn hier unsere Sammler? Die gehen da schon? Die gehen da schon sammeln. Ja, hier sind schon auch genug Büsche für die. Also das passt schon. Ich weiß noch nicht, ob wir dann vielleicht hauptsächlich Gemüse sammeln, weil wir einfach so wahnsinnig wenig Früchte haben. Aber vielleicht holen sich das auch dann die Arbeiter immer direkt in die Häuser rein. Hier gibt es Früchte. Ich glaube, die mögen einfach wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Lebensmitteln. Die mögen das nicht, sich nur von einer Sache zu ernähren. Das ist ja wie im echten Leben. Von dem her ist es auch nachvollziehbar. So, Flachs wächst schnell. So, das nächste Kind ist erwachsen geworden, beziehungsweise ein Teenager, sodass er in die Schule geht. Und seine Ausbildung bekommt hier. Und was wirklich schade ist, ist, dass die Kinder keine eigenen Models haben, dass alle immer gleich aussehen. Das finde ich irgendwie super, super doof. Wie Tools, Reserves, Allow. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Habt ihr alle Tools? Du hast nichts Anständiges an. Nö, es gibt jede Menge Tools. Du müsstest dir nur vielleicht das aus dem anderen Warehouse holen. Na, wo sind denn die Tools? Liegen die nicht im Lagerhaus, sondern in der Bahn? Hier, nö. Also die sind definitiv nicht low. Oh, sehr gut. Der liebe Maxwell ist erwachsen und kann jetzt arbeiten. Wird sofort als Sammler eingesetzt hier im Sommer. Damit er sich kümmert. Wunderbar. Wo ist denn eigentlich hier der Farmer? Wo bist du? Du hast ja nur die Hälfte gepflanzt. Oder ist da auch was gepflanzt? Nee. Da ist nur die Hälfte gepflanzt. Wahrscheinlich ist er sich gerade was zu essen holen oder so. Wie geht es denn hier voran? Ah, sehr gut. Die Ressourcen liegen hier schon. Und da fehlen nur noch 6 Schläge, um das fertig zu machen. Finde ich auch sehr gut. Das macht schon einen riesen Unterschied, wenn man die Ressourcen schon ready da liegen hat. So, dass... was ist das denn hier eigentlich? Carpenter. Achso, ja, den brauchen wir nicht. Wir haben ja den Blacksmith. Das ist schon praktisch. Da geht es dann mit dem Bau natürlich viel, viel schneller vorwärts, als wenn man die ganze Zeit dann immer warten muss, bis alle Rohstoffe da sind und zu viele verschiedene Baustellen hat und so weiter. Das ist ein Riesenfehler gewesen am Anfang. So. Ich habe mir auch ein bisschen... oh, jetzt ist der nächste schon ready to work. Das ist dann natürlich super fein. Wo setzen wir den denn rein? Ich meine... Du könntest sonst mal wieder in die Mine. Ich meine, das hat zwar mit Essen nichts zu tun, aber wir haben momentan eh... Ah, wobei, jetzt Gatherers hat... Jetzt kannst du Gatherer sein da draußen. Sorry, das war eine relativ spontane Arbeitsumorientierungsphase. Aber im Sommer sollten alle Gatherer sein, auf jeden Fall. Und im Winter könnt ihr dann in die Mine. Ich meine, das stelle ich mir relativ unangenehm vor. Aber ja, führt kein Weg dran vorbei. Ah, jetzt wächst hier auch was. Jetzt wächst hier auch was. Sehr gut. Boah, dieser Regen. Immer. Es regnet immer. Oder kommt mir das nur so vor, weil ich das Spiel auf schnell habe? Das kann natürlich auch sein. Ah, sehr gut. Das nächste Baby ist ready to study. Wir müssen so mit dem Essen aufpassen. Ich habe so Angst, dass uns die Leute hier verhungern. Ich hoffe, das eine Kartoffelfeld reicht hier aus und dass wir die Gatherer jetzt hinschicken und 6 Fischer haben. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob es vielleicht eine gute Idee wäre, vielleicht ein zweites Fischerhaus hinzubauen. Aber jetzt momentan. Momentan erstmal nicht. Momentan erstmal nicht. So, jetzt haben wir nämlich schon Sommer. Und wir müssen ein bisschen auf die Temperaturen achten, weil wenn es, jetzt ist 31 Grad, das ist halt super warm. Das passt. Aber sobald es kälter wird, irgendwie so um die 14 Grad, habe ich auch gehört in dem einen Video, ist es besser, wenn man dann denen sagt, dass sie das Feld schon abarbeiten sollen. Ja. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass der Orchard hier zu klein ist, aber wir werden jetzt kein Risiko mehr eingehen. Der letzte war einfach wirklich viel zu groß. Und deshalb bleiben wir jetzt einfach klein, sodass es in einem Sommer und Herbst abgebaut werden kann. Da war gerade noch jemand erwachsen geworden, der liebe Raymond. Und den habe ich auch gleich zum Sammeln geschickt. Wie ihr hört, ist meine Stimme heute ein bisschen belegt. Ich hoffe, dass sobald es endlich ein bisschen wärmer wird, ich endlich meine doofe Erkältung loswerde. Die habe ich jetzt schon den ganzen Winter über und sie regt mich einfach nur noch auf. Aber ich bin jetzt die nächsten Tage nicht da, beziehungsweise eigentlich eine Woche. Und deshalb nehme ich jetzt gerade ein paar Videos im Voraus auf, damit ich dann etwas habe, was ich jeden Tag auf dem YouTube-Kanal hochladen kann, wenn ich schon nicht streamen kann. Und damit ihr was zum Angucken habt. Ah, da ist noch jemand erwachsen geworden. Sehr gut, das geht ja jetzt rapzapp. Und jetzt haben wir auch schon 20 Früchte wieder. Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt. Aber hey, man muss irgendwie klein anfangen. Und es gibt dann auch schon wieder Kohle. Aber es ist schon krass, dass es irgendwie fast nicht ausreicht, 2 Kilns zu haben. Also wir haben hier 2 solche Köhler, ja, die hier sich abrackeln die ganze Zeit. Und das reicht fast nicht aus, um genug Kohlen für den Winter zu machen. Beziehungsweise hat sich jetzt halt doch sehr viel Firewood angesammelt. Und gerade das Firewood wollen wir halt eigentlich eher in Kohle umsetzen und nicht direkt verheizen, weil das einfach effizienter ist. Weil das kann ich den Dorfbewohnern, glaube ich, so direkt nicht sagen, dass sie das nicht dürfen. Aber schauen wir mal. So. Number of Idle Villages. Warum kann ich denn zu dem Idle Villager nicht hin? Welcher ist denn hier idle? Das Haus ist idle. Sehe ich meinen Idle Villager? I don't know. Ich sehe keinen. Nö. Niemand da. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass da einer angezeigt wird. The building is almost full. Ja, ach, da ist auch wieder genug Platz. Das ist, ich finde, das warnt immer ein bisschen zu früh. Vor allem haben wir ja noch eine zweite. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Rohstoffe von der einen Bahn in die andere rübertragen kann. Hier sind wirklich nur so ein paar Sachen, also die Klamotten und ein bisschen was hier vom Jäger. Aber wir haben hier vorne, glaube ich, schon wieder keine Wildtiere, um die sich der Jäger kümmern kann. So. Nee, gibt es nicht. Und es scheint wirklich so, als würden mir meine Dorfbewohner das Fleisch vom Kopf fressen. Wirklich nur 35 Fleisch. Es ist super wenig. Und die in den Häusern ist auch gar keins. Also so ganz wenig nur. Die essen hauptsächlich Fisch. Aber immerhin wächst jetzt unser Fischbestand hier wieder auf. Das finde ich klasse. Komm schon. Und hier sollte sich jetzt... Ah, schaut mal. Die sind jetzt hier auch schon am Abernten. Sehr gut. Das gibt auf jeden Fall hier 324. Finde ich wunderbar. Man sollte irgendwie auch sagen können, hey, bitte bau das pro Jahr nur einmal an. Das ist sonst irgendwie ein bisschen blöd. Aber ja, die Größe von den Feldern habe ich, glaube ich, definitiv noch nicht richtig eingeschätzt. So, guck mal hier, wir haben 400 Holz. Das ist super klasse. Ich will auch weiterhin hier die 4 Forester behalten, weil wenn wir dann irgendwie ein weiteres Bauvorhaben machen wollen, brauchen wir die einfach. Und jetzt haben wir hier wirklich alles voll besetzt, die Sammler auch. Das heißt, wir können tatsächlich die Leute in die Mine schicken, damit sie wieder ein bisschen was abbauen. Ja, Steine auch. Ich meine, Clay braucht man nie so wahnsinnig viel. Aber man kann auch nicht genug haben. So, tut mir leid, das war irgendwie so ein bisschen eine konfuse Folge. Mit so ein bisschen hin und her und so weiter. Das ist halt immer so, wenn man wieder neu anfängt, dann passiert das leicht. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut, bis dahin. Ciao!